Harry Paiuta, Musikproduzent, Jazzer, Rock'n'Roller. Los ging es ja alles mit der Gitarre. Ja. Und dann kam der Bass. Dann kam der Bass, weil in allen Bandkontexten, wo ich war, fehlte immer irgendwie ein Bassist. Bei was haben Sie sich eigentlich Ihr Gehör ruiniert? Das habe ich, bitte? Ich habe mein halbes Leben lang in brachial lauten Rockbands verbracht. Man lässt sich 90 Minuten nur betrommeln von diesen Becken. Das ist Folter. Home, das ist in Bremen, Schwachhausen. Home, das war aber auch 6 Jahre lang El Salvador. Er war dort sogar berühmt, ein Exot im Fernsehen. Aber was ist denn nun mit dem Kürbis? Das ist eine Kürbisart, die wächst vornehmlich in Indien, nur dort. Große Kürbisse, die halt extrem dünn sind und extrem hart werden. Also in Deutschland wächst sowas nicht. Die Kürbisse, die hier wachsen, die esse ich dann doch lieber nicht. Essen Sie gerne Kürbissuppe? Ich esse gerne Kürbissuppe, ja. Und noch viel lieber spielt er Kürbis, also Sitar, ein traditionelles indisches komplexes Instrument. Aber so wie Harry Paiuta spielt sonst keiner die Sitar, verstärkt und eingebettet in westliche Musik. Es hat mal jemand behauptet am Konzert, dass ich meine Sitar vergewaltigen würde. Sagt er, nein, das ist alles im beiderseitigen Einverständnis, weil ich mache auf der Sitar Dinge, die es im klassischen Indischen so nicht gibt. Und das kommt bei der Hardcore-Fraktion oft nicht gut an. Ich sehe das anders. Warum soll die Sitar heiliger sein als zum Beispiel eine Gitarre? Erste Bekanntheit in Europa erlang das elegische, trancig klingende 20-seitige Instrument durch die Beatles. Viele erinnern sich an Norwegian Wood. Ja, was hat sie denn, die Sitar? Sie hat 20 Saiten, aber nur eine Spielseite, das ist diese. Wie ist das 1x1 der Sitar? Der höchste Ton ist dieser hier. Der tiefste ist dieser. Wer Sitar spielt, muss leiden können. Ein Sitarist sitzt immer am Boden und nah am Fettnäpfchen. Weswegen? Man legt sehr weite Wege zurück, deswegen. Man kann die Melodieseite der Sitar also bis zur Quinte hochziehen, ein enormer Saitendruck. So geht das gut. Genau genommen kann man dieses komplizierte Kürbisinstrument überhaupt gar nicht spielen. Das ignoriere ich aber, das tun die Inder auch alle. Erstmal braucht man für den Spielfinger so einen Drahtkäfig. Der muss sehr stramm sitzen, tut auch ein bisschen weh. Es sind auch viele Saiten, die gleiche Stimmung haben. Das heißt, wenn da nur leichte Differenzen sind, klingt es sofort nach Katzenmusik, ganz schauerlich. Es kann sich auch mal ein Wirbel ganz locker an der Rutscher plötzlich weg, zzt, dann hängt die Saite hier unten. Zzt, wie Sitar? Man verschraubt sich körperlich, das ist eine orthopädische Katastrophe. Die klassische indische Sitar-Haltung ist diese, das heißt, der Korpus liegt. Und das? Auf dem linken Fuß. Mit 68. So. Lassen Sie das doch einfach. Nein. Da bin ich auch zickig. Zurzeit arbeitet er an seinem 12. Album. Und was sonst noch läuft? Ich kenne da einen, der heißt Sven Bartel. Und bei dem rappelt's in der Kiste.